Moin, meine Damen und Herren. Heute wird es ein kleines bisschen cringy, aber ihr werdet auch etwas lernen. Denn heute werden wir einen Blick auf die beste Funktion auf ganz YouTube werfen. Denn vielleicht kennt ihr das Ganze. Ihr klickt auf ein YouTube-Video, weil ihr zu irgendeinem Thema etwas erfahren wollt. Und dann stellt ihr fest, Alter, ich kann dem Typ nicht zuhören. Naja, und in solchen Situationen kommt euch eine YouTube-Funktion übelst entgegen, und zwar der Speed-Up-Button. Vielleicht nutzen ihn nur weniger, ich kann ihn euch wärmstens ans Herz legen. Denn nicht nur seid ihr in der Lage, mit einem Klick jeden betrunken klingen zu lassen, was auf der einen Seite sehr traurig ist, denn alle Competitive Picks wurden nicht behandelt. Wird also weird. Das heißt, wenn wir auf den Chamber des Patches schauen... Sondern das Seltsame ist, dass einige Menschen mit 25 oder 50% mehr Geschwindigkeit deutlich besser klingen. Hierbei gilt natürlich zu sagen, Geschmäcker sind unterschiedlich, aber hört mal rein. Hello guys, Croft is here with another alien video. I recently enjoyed reading the script for the movie Prometheus and I found many interesting details that I wanted to share with you. Wie ihr merkt, er kommt nicht zum Punkt. Beschleunigen wir das Ganze jetzt nur auf 1,5. The script is over 150 pages, so I'm only going over things that are not included in the movie, and there are lots of them, which is why the video is pretty long. Ah, deutlich angenehmer. Naja, mein Plan war es nun mit diesem Video, euch noch weitere Beispiele zu zeigen und euch diese Funktion näher zu bringen. Und meine Überlegung war nun, hey, ich kann doch meine alten Kack-Videos nehmen. Denn die hasse ich alle. Die sind alle cringe as hell. Und vielleicht kann ich sie ja mit dieser Speed-Up-Funktion retten. Oder ertragen. Naja, und während der Recherche ist dann Folgendes passiert. Ich bin auf die wirklich beste Funktion auf YouTube gestoßen. Denn das Schöne an dieser Plattform ist, dass man zurückblicken kann. In meinem Fall 6 Jahre in die Vergangenheit. Und da kommen Videos ans Tageslicht, wo man einfach kotzen muss. In diesem Video soll es aber nicht darum gehen zu schauen, wie schlecht die Videos von damals waren. Denn sie waren bad. Hört mal rein. Müsst ihr euch nun vorstellen, dass dies bei jedem Ziel geschehen ist. Das bedeutet, dass sich der erhaltene Schaden mehrfach miteinander multipliziert. Der Grund, warum Annie überlebt hat, liegt ganz einfach darin, dass... Alter, zeig uns einfach den Scheißtrick und das war's. Sondern viel krasser ist die Möglichkeit, auf die Persönlichkeitsentwicklung zu schauen. Und vielleicht bei einigen YouTubern sogar einen Blick drauf zu werfen, was das wahre Ich ist. Oder das alte Ich. Denn mein Kanal hat offensichtlich mit Erklärungsvideos begonnen. Die sahen so aus. In dem heutigen Video werden wir uns ausschließlich mit dem Thema Teamfight beschäftigen. Dabei werde ich sehr auf Positioning eingehen, also die Positionierung an sich, und die Aufgaben der verschiedenen Rollen. Was machst du? Was sind das für Gesten? So redet man nicht über Tanks. Ihr merkt, die alten Videos, ich ertrage sie nicht. Denn nicht nur die Geschwindigkeit, wie ich geredet habe, sondern auch der Pace des ganzen Videos ist alles eine Katastrophe. Ist super bad. Und Videos dieser Art habe ich ungefähr 1 Million. Entscheidend ist, dass man über die Jahre merkt, dass man besser geworden ist in allen. Also nicht nur von der heutigen Sicht aus, sondern auch von der damaligen. In späteren Videos merkt man, Maxi kann doch ein bisschen schneller reden. Beziehungsweise nicht schneller, sondern effektiver. Und alles wirkt natürlicher, obwohl man nach wie vor mit einer Kamera redet. Denn hierbei tritt nicht nur der Effekt auf, dass man durch Wiederholung besser wird in einigen Dingen, sondern bei mir war es speziell die Mischung aus YouTube und Twitch. Denn das sind große Unterschiede, okay? Bei YouTube kann ich alles cutten, was scheiße ist. Bei Twitch... ist es schwierig und nicht selten kommt da die wahre Persönlichkeit raus. Was aus Sicht der YouTuber für die Zuschauer super nice ist. Denn sie sollen ja dein wahres Ich kennenlernen. Und mir hat das persönlich sehr geholfen und ihr konntet aus damaliger Sicht auch mal die verspielte Maxim-Seite sehen. Die etwas, trollige. Kennt ihr die Matrix Agent Smith? LOL, das ist ja das Lustigste, was ich seit Tagen gesehen habe. Ihr müsst euch vorstellen, das war die Pausengestaltung, weil League of Legends selbstverständlich auch damals schon scheiße programmiert war. Naja, und wie man feststellen kann, sorgt der Blick in die Vergangenheit für die ein oder anderen Lacher. Und das ist auch schön. Wir sollen nostalgisch zurückblicken, uns vielleicht auch ein bisschen schämen, aber auf der anderen Seite auch sehen, okay, was habe ich für eine Entwicklung durchgemacht? Und man soll auch im besten Fall merken, hey, ich habe mich in allen Aspekten deutlich verbessert. Die Videos von letzter Woche oder vom letzten Jahr kann ich schauen. Vor 5 Jahren, ist immer noch schwierig, aber ich habe eine Entwicklung durchgemacht. Die Frage ist nun, was will ich mit dem Video bewirken? Was ist der Plan, Maxim? YouTube ist gerade in einer sehr, sehr seltsamen Zeit, okay? Es gibt Menschen, die nicht wissen, dass sie mit YouTube Vorbilder sind, ha? Egal ob gut oder schlecht. Und YouTube bekommt immer mehr diesen Arbeitstouch, okay? Das ist ein Job, ist auch für mich ein Job, ist ein Beruf. Das Entscheidende, dass YouTuber, die vielleicht eine sehr krasse, vielleicht auch sehr negative Entwicklung durchgemacht haben, immer noch eine Möglichkeit haben. YouTube ist ein wunderschönes, digitales Tagebuch, wo es natürlich Seiten gibt, wo man nicht so gerne zurückblättert, das gebe ich zu. Siehst bezaubernd aus. Jetzt hat das Style-Konzept perfekt. Also darfst nicht drüber oder drunter schielen. Aber dir immer noch einen Vergleich zu heute, gestern und morgen gibt. Dieser Vergleich ist ziemlich wichtig. Denn wenn man zurückblickt, gibt es nicht nur Momente, wo man denkt, oh, da sah ich super jung aus oder oh, da habe ich ja noch gar nicht richtig reden können. Sondern es gab auch Momente, wo man ziemlich stolz auf sich war.
wo man vielleicht sich mehr Dinge getraut hat und vielleicht offener und alberner war. Zu Zeitpunkten, wo albern sein vielleicht nicht so cool ist. YouTube gibt eine Möglichkeit, auf eine ganz seltsame Art und Weise mit einer ganz speziellen Linse in die Vergangenheit zu schauen. Was sehr, sehr einzigartig ist. Denn keiner von uns führt Tagebuch. Das macht keiner. Aber viele große YouTuber haben gefühlt jeden Tag aufgezeichnet und blicken auch sehr gerne zurück. Und teilweise auch zu sehr stumpfen Sachen. Ich schaue nicht selten meine eigenen Gameplays von damals. Weil ich mir denke, Mensch, das war ziemlich solide geschnitten. Entscheidend ist aber allerdings zurückzublicken, warum man damals YouTube gemacht hat. Warum man vielleicht mehr Zeit reingesteckt hat. Oder vielleicht auch mehr Leidenschaft dabei war. Heute ist es ein 24-Stunden-Job. Und es sollte als etwas Positives betrachtet werden, wenn man die Möglichkeit hat, so auf seinen Job zurückzublicken. Denn viele große und vor allen Dingen erfolgreiche YouTuber haben es als Hobby begonnen. Und die wenigsten haben gedacht, ich mache YouTube, weil das einfach übelst viel Geld bringt. Es wird wahrscheinlich dahingehend auch Ausnahmen geben. Gerade die jüngere Generation hat sehr, sehr viele Vorbilder, was YouTube angeht. Und man kann sehr zielstrebig auf diesen Geldaspekt gehen. Empfehlen kann ich das Ganze selbstverständlich nicht. Das heißt, am Ende des Tages ist die beste Funktion von YouTube, dass man die Möglichkeit hat, sich selbst zu reflektieren. Und ich denke, es gibt sehr, sehr viele YouTuber da draußen diese Funktion mal wieder verwenden sollten. Na, mal wieder schauen, wie war ich damals, was mache ich heute? Und vielleicht sollte ich meinen Kanal mal von einer neutralen Person von außen betrachten lassen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es einigen Menschen gut tut. Das Problem an der ganzen Sache ist, man erledigt das nicht mit einem Klick. Um selbst zu reflektieren, muss es hier oben Klick machen. Gut, das soll es im Prinzip gewesen sein. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Haut rein und viel Spaß beim Nachdenken.